Chris hat es eilig. Bald ist es Abend und er muss noch das Zelt aufbauen. Aber diese blöden Zeltstangen, absolut unpraktisch zu verstauen. Und auch beim Zeltaufbau sind sie sein größtes Problem. Auch Tina will am See übernachten. Chris ist jedoch viel zu beschäftigt, um den hübschen Campinggast zu bemerken. Dabei sind Zelte eigentlich idiotensicher, aber Chris ist offensichtlich nicht der Geschickteste. Ups, ertappt. Denn das ist auch Tina nicht entgangen. Na, du Profi-Camper? Als könntest du das besser. Ja, dann komm mal mit. Tina hat den neuen Bike-Camper dabei. Besonders klein und leicht. Er wiegt nur knapp über ein Kilo. Das Besondere, er hat keine Zeltstangen. Stattdessen werden Vorderrad und Rahmen verwendet. Einfach die Stütze in den Boden stecken und das Fahrrad darauf fest montieren. Dann das Fahrrad auf beiden Seiten im Boden verankern. Das Zelt am Lenker befestigen. Auf der anderen Seite dient das Vorderrad als Halterung. Jetzt noch das Zelt rundherum fixieren. Insgesamt geben 5 Haken dem Zelt den Halt. Das Überzelt schützt vor Wind und Wetter. 100% wasserdicht. Einfach am Sattel festschnüren, über das Zelt legen und dann an 3 Haken festklippen. Nach nur 15 Minuten steht der Bikecamper. Preis 200 Euro. Chris muss zugeben, Tina kann es besser. Und weil das Fahrrad integriert ist, haben auch Diebe keine Chance. Mit 90 cm mal 2 Meter Liegefläche ist der Bikecamper eigentlich ein Einmannzelt. Aber wenn man sich aneinander kuschelt, bietet er möglicherweise auch Platz für 2. Wer weiß, vielleicht werden Tina und Chris das heute Nacht testen. Ohne uns.